Bem-vindos, bienvenidos. Herzlich willkommen bei Rupert Brasil TV, dem Expertenkanal für Südamerika-Reisen. Heute sind wir auf der ITB in Berlin, der größten Tourismusmesse weltweit. Und bei uns natürlich unsere Partner aus Bolivien von Magri Tourismus in La Paz. Herzlich willkommen, Rodrigo, Crisi und sein Sohn Sebastian. Buenos dias, ihr beiden. Buenos dias, Dieter. Danke für die Einladung. Okay. Buenos dias, Sebastian. Buenos dias, guten Morgen. Rodrigo, wir kennen uns ja schon mindestens eine halbe Ewigkeit. Rodrigo, kannst du ein bisschen was von dir erzählen, von deinem Werdegang? Ja, also wir kennen uns über 30 Jahre, glaube ich, schon jetzt. Und wir arbeiten schon so oft zusammen. Magri Turismo ist eine Firma, die vor 45 Jahren in die Welt gekommen ist. Es ist ein Familienbetrieb und nach eben so vielen Jahren, jetzt die dritte Generation mit meinem Sohn Sebastian. Wir arbeiten in Bolivien, nicht nur in La Paz, auch in Santa Cruz, überall im Lande. Und wir sind sehr froh, hier jetzt bei dir zu sein, Dieter. Ja, super. Sehr schön. Sebastian, seit wann bist du denn mit dabei? Offiziell? Ja. 4 Jahre. Aber eigentlich mein ganzes Leben. Dein ganzes Leben, ja. Okay. Super. Alles klar. Rodrigo, was macht denn Bolivien als Reiseland so attraktiv, so toll? Ja, ich würde sagen, die Vielfalt Boliviens. Ne? Ich meine, es ist nicht unbedingt ein Andenland, so wie viele Leute denken. Es ist auch ein Amazonasland. Also wir haben alles da anzubieten. Nicht nur von der Landschaft her, sondern auch die Kultur, die sehr streng, also sehr, sehr tief bei uns vertreten ist. Und man kann Bolivien ohne weiteres mit anderen Ländern verbinden, da Bolivien im Herzen Südamerikas liegt. Das mag ein Vorteil sein, weil wir können sehr schöne Reisepläne vorbereiten für unsere Kunden. Nicht nur Bolivien, sondern auch Bolivien, Peru, Bolivien, Chile, Bolivien, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Bolivien, Paraguay, also mit allen Nachbarländern. Erzähl uns doch einmal, was sind die Höhepunkte von Bolivien, die Attraktionen? Ja, ich würde sagen, im Westen des Landes, also im Hochland, natürlich der Titicacasee, sehr weltweit bekannt. Und in den letzten Jahren ist mehr im Kommen gekommen, die Salzwüste von Uyuni, die in der Hochebene mit mehr von als 12.000 Quadratkilometer. So, es ist etwas, was andere Länder nicht haben und gerade sehr attraktiv für Touristen und für Besucher aller Welt. Und das alles ist auf 4.000 Meter? Ja, das ist, wie gesagt, im Westen. Im Osten des Landes, man kommt in Santa Cruz an, eine sehr wichtige Stadt Boliviens. Und in diesem Gebiet kann man sehr schöne Nationalparks anschauen im Urwald und auch die Jesuitenmissionen. Jedes zweite Jahr findet ein Festival, ein Musikfestival von Barockmusik, sehr interessant. Und das ist gerade im Osten des Landes und da kann man auch schöne Touren mit dem Pantanal in Brasilien verbinden. Ne? Okay, sehr schön. So, Sebastian, und dein Job ist das alles irgendwie in eine Struktur zu bringen, sodass praktisch hier unsere Kunden, unsere Reisegäste Bolivien komfortabel besichtigen können und eben hier die Gäste gut betreut sind? Unter anderem, ja. Also mein Job hauptsächlich ist Produkt. Also ich stelle neue Programme vor. Ich suche auch Kunden, betreue die Kunden, Messen bin ich immer dabei, manchmal mache ich auch Vorstellungen, also ich mache ein bisschen von allem, weißt du. Okay, Sebastian, es ist ja nicht alles auf 4000 Meter, haben wir gerade gemerkt, sondern es gibt auch die Todesstraße, die runtergeht nach Coroico, das ist ja dann schon mal auf Null, aber ihr geht auch auf 6000 Meter, auf Berge, okay, ihr habt auch Bergsteigerprogramme. Richtig, ja, eben die Vielfalt unserer Programme ist auch sehr interessant. Wir können klassisches Tourismus machen, kulturelles, aber auch sehr viel Abenteuer. Also Trekkingreisen, Mountaineering, wir machen auch Mountainbiking, wie du gesagt hast, auf der Todesstraße. Sind nicht auf ganz null Meter, aber man fährt in dreieinhalb Stunden 3000 Meter runter. Also das ist schon etwas. Ne?
Okay, nochmal zu den Bergen, da gibt es noch ein paar 6000er auch, gell? Also ich denke vielleicht an Illimani und was gibt es denn noch? Ja, es gibt ein paar, die sind sehr technisch, zum Beispiel Illimani ist nicht so einfach zu besteigen, Sahama, unser höchster Berg, auch nicht, aber in der Nähe von La Paz gibt es den Huayna Potosí, 6888 Meter, Entschuldigung. Und der ist da relativ einfach, also das könnte fast jeder machen, ja. Rodrigo, ist denn Bolivien ein sicheres Reiseland? Ich glaube schon, also natürlich in den Großstädten wie La Paz oder Santa Cruz muss man schon ein bisschen aufpassen, so wie überall in der Welt, aber vergleichsmäßig mit anderen südamerikanischen Ländern glaube ich, dass Bolivien einer der sichersten Länder ist. Wir haben auch nicht so viele Einwohner, wir sind nur 10, 11 Millionen Einwohner. Und ich glaube schon, also die Leute fühlen sich wohl, fühlen sie sich sicher in unserem Lande. Und in den beinahe 35 Jahren, dass ich in der Branche bin, ich habe sehr selten Probleme diesbezüglich gehabt. Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also wir arbeiten ja tatsächlich seit 35 Jahren zusammen und Bolivien gilt als sicheres Reiseland und den Rest organisiert ja ihr. Und das haben wir ja schon gemerkt. Wie gesagt, seit 35 Jahren hervorragende Zusammenarbeit und es ist nichts passiert. Und da seid ihr natürlich auch beteiligt dran. Ja, so ist es. Und ich muss sagen, dass mit Rupert Brasil, also Rupert Brasil war eigentlich einer unserer ersten Kunden hier im deutschsprachigen Raum. Und da muss ich jetzt diese Gelegenheit nutzen, dir zu danken, Dieter, für die ganze Zusammenarbeit. Es macht immer Spaß, mit euch zu arbeiten. Da kann ich mich erinnern, noch bevor ich meine Firma gegründet habe oder wir unsere Firma gegründet haben, haben wir uns ja schon irgendwann mal in München kennengelernt in einer Kneipe und das war das La Cumbia. In einer Kneipe? Mit mir sehr wahrscheinlich nicht, nein. Dann war es vielleicht in der Oper oder so. Nein, das war in einer Kneipe, richtig. Also damals hattest du etwas mit La Cumbia zu tun gehabt und auch andere Kollegen aus Bolivien haben bei dir gearbeitet und dadurch entstand auch diese Beziehung von deiner Firma mit meinem Land, mit Bolivien. Dazu ist zu sagen, dass das La Cumbia in München die älteste lateinamerikanische Kleinkunstbühne war. Und da haben wir uns tatsächlich irgendwann in den späten 70er Jahren, glaube ich, kennengelernt. So ist es. Und seitdem haben wir eine sehr gute Beziehung zu München, eine sehr gute Beziehung zu Rupert Brasil und ich bin sicher, dass das so bleiben wird. Super. Recht vielen Dank, Rodrigo. Recht vielen Dank, Sebastian. Das war's vorerst von der ITB in Berlin und ich würde mich freuen, wenn Ihnen die Reportage gefallen hat und wenn Sie uns liken, kommentieren und vielleicht unseren Kanal abonnieren.